Ja, servus Leute, und hier ist wieder euer Shiroko mit der nächsten Runde MechWarrior. Ja, es geht weiter. Nochmal eine Runde King Crab hier. In meinem Doppel-AC20 Loadout ist halt, sind wir mal ehrlich, eigentlich nicht so mein Ding, weil es ist halt Einheitsmatch so ein bisschen. Ne? Das ist eigentlich so, ja, das Setup, was wirklich jeder spielt. Und naja. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr ja, dass es eigentlich nie so mein Ding ist. Aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ne? Ich habe schon ein paar interessante Ideen, wie ich das Ganze ein bisschen umbaue. Da werde ich auf jeden Fall nochmal was machen. Weil das passt mir so noch nicht. Ja, hier zu stehen ist natürlich fast schon. Oh, der tat weh. Ich stehe hier ungern als Assault. Das ist halt wirklich wie auf dem Präsentierteller. Ich glaube, gerade ein bisschen Brain AFK, dass ich überhaupt hierher gekommen bin. Naja. Mal gucken, mal gucken. Ah, eins hat getroffen. Leute, ich habe tatsächlich verfehlt, ey. Gut! Der tat weh. Ist halt immer, wenn man wirklich so zwei abschießt. Ich habe das jetzt ja auch, man sieht es ja, ich habe es auch separat auf einer Taste, halt beide abzuschießen. Im Kampf mache ich das halt enormst ungern. Also im Brawl, weil es halt einfach so unglaublich viel jetzt hier aufbaut. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich laufe da links jetzt mal rein. Solange ich noch genug Rüstung habe. Was haben wir denn da? Ein Thunderbolt. Ja, da müsste man doch was ausrichten können. Na, Victor. Okay, das ist schon mal gut. Ja, ich hätte halt jemanden gern, der noch ein bisschen mehr tankt. Scheiße. Oh nein. Ja, jetzt ist mal gut hier mit Tanken. Jetzt hätte ich da gerne jemand anderen wieder. Ach ja, übrigens nicht wundern. Ich teste gerade ein bisschen eine XL in der Crab, weil ja die Seitentorsos relativ klein sind. Also nicht wundern. Das ist jetzt mal einfach nur so eine Testphase. Muss man sehen. Okay, dann habe ich noch jemanden, der tankt für mich. Das ist gut. Nein! Es kommt dann. Nein! Ah, ein Headshot. Really? Ach du Scheiße. Ein Headshot. Krass. Ja. Center Torso, linker Seitentorso, komplett durchgef. Ne? Und dann kriege ich einen Headshot. Ja, aber bei dem sieht es auch nicht besser aus. Er tut mir auch wirklich leid. Ey, guckt euch den mal an. Ne? Also, das ist ja echt eine arme Sau. Er ist überall noch absolut fresh, ne? Aber sein linkes Bein ist so gut wie am Abfallen. Und beim Light wissen wir, was das bedeutet, ne? Der ist einfach dann tot, wenn es abfällt. Das ist halt auch echt widerlich, ey. Ja. Und da ist es passiert. Der kann aber auch echt leid tun, ey. Schon zu Ende? Das habe ich gar nicht gemerkt, dass es jetzt schon zu Ende ist, ey. Wow, krass. Okay. Läuft. Bum, 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 bum. Ja, nicht so beeindruckend. Aber ja, man hat schon gesehen, die Crab natürlich mit dem Loadout kann schon echt was reißen. Ne? Gerade halt Doppel-AT20 ist halt schon echt eine Ansage, ne, für den IESler. Ja, ist halt so, ich glaube, außer dem Jäger, ne, ist es ja der Einzige, der das jetzt kann. Ist natürlich schon ganz cool. Ja, gucken wir mal. Ich werde mal ein bisschen umbauen und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Shiroko, over and out.